Es ist soweit, es ist wieder Zeit für ein Video zur Warburg-Affäre um die kriminellen Cum-Ex-Geschäfte und die Rolle des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Ich beschäftige mich mit diesem Skandal seit einigen Jahren, denn ich war derjenige, der im Deutschen Bundestag die Befragung von Herrn Scholz dazu angeleiert hat, die dann eben auch zu den Widersprüchen führten, zu seinen berühmten Erinnerungslücken. Ich war derjenige, der ihm die allererste Frage am 4. März 2020 nach weiteren Treffen mit einem der involvierten Bankiers gestellt hatte. Deswegen lässt mich dieser Kriminalfall nicht mehr los, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Dinge auch zu Ende zu bringen, die ich einmal angefangen habe. Und in diesem Video will ich euch über die neuesten Erkenntnisse unterrichten, die aus meiner Sicht ganz klar nunmehr auch zweifelsfrei und auch gestützt auf schriftliche Dokumente belegen, dass Olaf Scholz, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, einen Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft angelogen hat, was eine Straftat ist, und dass er im vollen Bewusstsein seinen Regierungssprecher mit einem Pressestatement gleich in mehrfacher Hinsicht die Unwahrheit hat verbreiten lassen. Und ich möchte in diesem Video diese neuen Erkenntnisse erklären. Ein kurzer Rückblick: Es geht bei Cum-Ex-Geschäften um Aktiengeschäfte, wo man Aktien hin und her schiebt, so dass der Staat nicht mehr weiß, wer der rechtliche Eigentümer von diesen Aktien ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und über eine sehr komplizierte Technik kann man sich so Steuern erstatten lassen, Kapitalertragssteuern, die man nie gezahlt hat. Das kann man sich so ungefähr vorstellen, wie wenn man Flaschen abgibt im Supermarkt, Flaschenpfand bekommt, also einen Pfandbon, den auf den Kopierer legt und dann die Freunde zur Supermarktkasse schickt. Der Unterschied ist, im Supermarkt funktioniert das nicht. Das Flaschenpfand, die Kopie wird erkannt. Bei Aktien war das lange Zeit möglich und es gibt Insider, die behaupten, dass ähnliche Gestaltungen bis heute möglich sind. Durch diese Geschäfte, durch diese Karussellgeschäfte sind Milliarden Steuerschäden entstanden. Allein bei der Warburg Bank geht es um dreistellige Millionenbeträge. Und zu der Zeit, als diese Geschäfte tatsächlich dann in den Fokus der Finanzämter rückten und Finanzämter diese Geschäfte besser verstanden hatten und auch Steuerrückforderungen stellen wollten, hat sich die Warburg Bank an den damaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, der eben Olaf Scholz hieß, gewandt, weil ihnen das empfohlen wurde von der zuständigen Finanzbeamtin. Die hatte sinngemäß gesagt: Ich kann jetzt nichts mehr anderes tun, als diese Tatbeute einzuziehen nach dem Buchstaben des Gesetzes. Jetzt kann nur noch die Politik helfen. Und dann trafen sich diese Bankiers mit Olaf Scholz und in engem zeitlichen Zusammenhang mit diesen Treffen, mit auch einem Telefonat von Herrn Scholz, wo er den einen dieser Bankiers von der Warburg Bank aufforderte, eine Protestnote an seinen Finanzsenator zu geben. Und der machte dann seine Anmerkung darauf und dann wanderte das Ganze nochmal in die Finanzverwaltung. In engem zeitlichen Zusammenhang mit diesen Treffen und Vorgängen hat dann tatsächlich die Finanzverwaltung Hamburg Teile dieser Steuerforderung, es ging damals um zunächst 47 Millionen Euro, 2016 verjähren lassen, steuerlich verjähren lassen. Die Tatbeute war aus damaliger Sicht weg. Das Geld war futsch. Allerdings konnte später durch eine Rechtsfortentwicklung, die damals aber noch nicht absehbar war, eines mutigen Richters, diese Tatbeute noch im Strafprozess eingezogen werden. So weit, so schlecht. Olaf Scholz hat sich dreimal, 2016 zweimal und einmal 2017, mit den Bankiers getroffen und diese Steuerprobleme mit ihnen besprochen. Er hat diese Treffen durchgeführt, nachdem der Warburg-Bankier Olearius den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und den früheren SPD-Innensenator und Mentor von Olaf Scholz, Alfons Pawelczyk, kontaktiert hatte. Kahrs hat später Parteispenden für die SPD Hamburg bekommen, die bis heute nicht zurückgezahlt wurden. Und Pawelczyk wurde sogar persönlich dafür bezahlt, diesen Kontakt mit Herrn Scholz anzubahnen.
Diese Treffen sind bekannt geworden, weil bei einer Razzia bei Herrn Olearus Tagebücher beschlagnahmt wurden, in denen er diese Treffen ausführlich beschrieben hat. Bevor diese Tagebücher aber bekannt wurden, hatte die Hamburger Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft 2019 bereits nach diesen Treffen gefragt. Und zwar exakt auch für die entsprechenden Jahre 2016, 2017. Der Hamburger Senat antwortete damals, es habe keine solche Treffen von Mitgliedern des Senats. Das war ja Herr Scholz damals als erster Bürgermeister von Hamburg und den Warburg-Bankiers zu Steuerverfahren gegeben. Die Begründung, die der Senat später anbot, war doch etwas skurril. Er sagte nämlich, Olaf Scholz mische sich grundsätzlich nicht in Steuerverfahren ein. Insofern habe es solche Treffen zu Steuerverfahren auch nicht gegeben, auch wenn wir wissen, dass dies nicht stimmte, denn aus den Tagebüchern geht eindeutig hervor, dass man über diese Steuerverfahren gesprochen hat. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als bereits eine Razzia bei der Warburg Bank stattgefunden hat, zu einem Zeitpunkt, als gegen Herrn Olearus bereits ermittelt wurde. Und ein Einfluss der Politik auf ein solches Steuerverfahren wäre eine Straftat. Seither dreht sich die Debatte aber nicht so sehr um den Einfluss auf das Steuerverfahren. Dafür gibt es, wie gesagt, eine sehr dichte Indizienkette, Geldzahlung, Anrufe von Olaf Scholz bei Herrn Olearius und vieles mehr. Und eben dann, wie eine Protestnote der Warburg Bank über den Finanzsenator in die Finanzverwaltung wanderte, nachdem Herrn Scholz Herrn Olearius aufgefordert hatte, eben diese Protestnote an seinen Finanzsenator zu geben, und wie dann die Entscheidung, die vor der Finanzbeamtin noch unabwendbar schien, die sie in einem umfangreichen Gutachten damals auch begründet hat, gekippt wurde und unter Protest ihrer Mitarbeiter der Betriebsprüfer auf den Einzug der Tatbeute verzichtet wurde. Wie gesagt, die Tatbeute konnte später gesichert werden, das war damals aber noch nicht absehbar. So, und wie so häufig geht es jetzt in diesem Skandal gar nicht mehr darum, ob Herr Scholz Einfluss genommen hat oder nicht. Ich bin davon überzeugt, und es gibt eine sehr dichte Indizienkette, aber er hat das natürlich nirgendwo aufgeschrieben, denn er wusste ja, auch als Anwalt, dass dies eine Straftat ist. Sondern, wie so oft in der Politik, stolpert Herr Scholz nicht über den Skandal selbst, sondern über den Versuch, diesen zu vertuschen. So hat Herr Scholz zum Beispiel kurz vor der Sommerpause eine Pressekonferenz gegeben, in dem er noch berichten konnte, wann er vor 40 Jahren das letzte Mal in welchem Freibad war, in Rastedt-Großlohe. Er kann sich aber angeblich, so hat er das mehrfach vor dem Parlament geäußert, an keine der drei Treffen mit den Bankiers, wo es um viele Millionen Euro für die Stadt ging, mehr erinnern. Er hat auch, als er bei dem Bankier angerufen hat, darauf gedrängt, ja, keine schriftlichen Spuren zu hinterlassen. Er wusste also ganz genau, was das für eine heikle Angelegenheit ist. Nun ist es so, dass Herr Scholz diese sogenannten Erinnerungslücken erst sehr spät einführte. Ich werde das gleich nochmal im Detail erklären. Er hat nämlich zunächst, als er mit den Tagebüchern konfrontiert wurde, und da wurde er zunächst nur mit einem dieser drei Treffen konfrontiert, dieses Treffen eingeräumt und hat noch überhaupt nichts von Erinnerungslücken erwähnt, sondern erst als dann zwei weitere Treffen enthüllt wurden und er zuvor unter anderem meine Nachfrage am 4. März 2020 im Deutschen Bundestag nach weiteren Treffen nicht zutreffend beantwortet hatte. Damals immer gesagt, da gibt es nichts außer das, was bereits in der Presse steht, und das war ja nur ein Treffen. Er wurde erneut in einer zunächst geheim eingestuften Sitzung gefragt von seiner heutigen Familienministerin Lisa Paus und auch von mir dort und hat erneut diese Treffen nicht eingeräumt. Und als er dann mit weiteren Belegen aus den Tagebüchern konfrontiert wurde, erst dort hat er plötzlich die Erinnerungslücke erfunden. Und interessant ist das daher, weil es nicht strafbar ist, vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zu lügen. Es ist sicherlich politisch nicht sehr schlau, aber es ist keine Straftat. Eine Straftat ist es aber, zu lügen, zum Beispiel vor Gericht, aber auch vor einem Untersuchungsausschuss. Und den gibt es ja mittlerweile in der Hamburger Bürgerschaft.
Und dort hat er dann wiederholt, er habe keine Erinnerung an diese Treffen. So weit, so bekannt. Nun zu den neuen Erkenntnissen, die es in dieser Warburg-Affäre gibt. Zur Chronologie. Es gab bereits im Jahr 2019 eine Anfrage der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft nach solchen Treffen, die wie gesagt unzutreffend beantwortet wurde. Der Hamburger Senat hat keines dieser Treffen eingeräumt. Er hat kurz und knapp geantwortet, nein, es habe also keine solcher Treffen gegeben. Dann wenige Monate später, im Februar 2020, konfrontierten Journalisten von NDR, Panorama und Die Zeit Herrn Scholz mit einem Tagebucheintrag, mit einem Treffen, das letzte der drei, das aber zuerst bekannt wurde, vom 10. November 2017. An diesem Tag traf nämlich eine Weisung des Finanzministeriums, damals noch unter Wolfgang Schäuble, in Hamburg per Post ein. Und Hamburg wurde angewiesen, das Geld nicht erneut in die Verjährung schicken zu lassen, weil weitere 43 Millionen Euro drohten zu verjähren. Und an diesem Tag traf sich Herr Scholz erneut mit Herrn Olearius. Herr Olearius schilderte dieses Treffen in dem Tagebuch, sagte, Herr Scholz lasse sich nicht anmerken, wie er gedenke sich zu verhalten. Er würde ihn auch nicht drängen. Er würde allerdings die Auffassung der Warburg Bank unterstützen, dass die Warburg Bank quasi jetzt nur bluten muss, um die Deutsche Bank zu schonen. Das gibt Herr Olearius so wieder. Und er sagt auch, dass er den Eindruck habe, Herr Scholz wolle ihm vermitteln, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche. Herr Scholz wusste ja, wie heikel diese Angelegenheit ist und hat sich von daher nicht konkreter wohl während dieses Treffens geäußert. Es tauchte aber später zum Beispiel ein Dokument auf, wo Herr Olearis sich beschwerte über den Umgang mit ihm und seiner Bank durch die Finanzaufsicht BaFin, durch Wirtschaftsprüfer und andere. Und es gab dann aber eine Dankesliste, wo er 10 Namen aufgelistet hat und hinter manchen einen Haken gesetzt hat, den er quasi Dank schuldet. Und einer davon war sein Steuerberater, ein anderer der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, der für doch recht dubiose Geschäfte in der Politik schon länger bekannt ist, und dann eben auch Herr Scholz. Und dieses Treffen räumte Herr Scholz dann ein. Er antwortete zunächst den Journalisten nicht, sondern wandte sich an das Hamburger Abendblatt, das ihm grundsätzlich eher gewogen war, und äußerte dort, dass er dieses Treffen aus seinem Kalender heraus bestätigen könne. Und das ist jetzt ein wichtiges Detail. Und ich lese euch jetzt einmal die Formulierung vor, die sein Regierungssprecher Steffen Hebestreit damals benutzt hat, weil das sehr, sehr wichtig ist jetzt für den Nachweis der Lüge. Herr Scholz sagte über Herrn Hebestreit, ließ er ausrichten, zu den Aufgaben eines ersten Bürgermeisters gehört es, mit den Wirtschaftsvertretern der Stadt im regelmäßigen Austausch zu stehen. So hat es auch ein Treffen von Olaf Scholz mit Herrn Olearius im November 2017 im Amtszimmer des Bürgermeisters gegeben, wie aus dem Kalender des ersten Bürgermeisters hervorgeht, der Senatskanzlei vorliegen müsste. Wieso dies bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht berücksichtigt worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Drei Punkte, die ihr euch merken solltet. Erstens, Herr Scholz betont, dass das Treffen bestätigt werden kann über seinen Regierungssprecher. Er könne es aus dem Kalender heraus bestätigen. Er war damals bereits Finanzminister, aber aus dem Kalender des ersten Bürgermeisters, den er nämlich, so hat er das später dann auch ausgesagt im Deutschen Bundestag, bei seinem Wechsel in das Finanzministerium im März 2018 hat überspielen lassen. Dazu gleich mehr. Erster Punkt, er kann das Treffen aus dem Kalender heraus bestätigen. Zweiter Punkt, dieser Kalender müsste in Hamburg in der Senatskanzlei vorliegen. Dritter Punkt, wieso dennoch der Hamburger Senat diese Treffen
in 2019 bei der Anfrage der Linksfraktion noch nicht eingeräumt habe, entzöge sich seiner Kenntnis. Das wisse er nicht, warum das nicht korrekt beantwortet wurde. Soweit, so gut. Nun ist ein Umstand daran interessant, der mich seit langer Zeit beschäftigt. Der wurde auch im Buch Die Akte Scholz von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein bereits im letzten Jahr einmal in einer Fülle von Material, da ist es fast untergegangen, erwähnt. Und zwar, dass Herr Scholz gestützt auf seinen Kalender dieses Treffen bestätigt, an das er angeblich ja keine Erinnerung mehr haben will. Das Interessante daran ist, dass wir aus einer Übersicht, die seine Büroleiterin Frau Schwamberger an den Hamburger Untersuchungsausschuss geschickt hat, wissen, dass dieser Termin gar nicht mehr im Kalender stand. Und warum ist das relevant? Weil ich natürlich einen Termin nur bestätigen kann, der nicht in meinem Kalender steht, wenn ich mich daran erinnere. Es sei denn, eine andere Person hätte ihn bestätigt. Das behauptet er aber nicht. Also Herr Olearius oder Herr Warburg, Max Warburg, waren das wohl nicht. Und er will ja auch zu ihnen keine anderen Kontakte mehr gehabt haben. Es gibt einige Kontakte, die ich hatte abfragen lassen, aber da geht es dann einmal um Herrn Kaas und Herrn Cookies und andere Dinge. Und das war eben auch zu einem früheren Zeitpunkt. Das heißt, es kann nur Herr Scholz selbst sich an diesen Termin erinnert haben. Denn, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, es gab bisher immer eine Hintertür für Herrn Scholz und das war, dass nämlich dieser Kalender vielleicht in Hamburg vorgelegen hat und Herr Scholz dann den Termin im Austausch mit dem Hamburger Senat hat bestätigen lassen. Aber auch das konnte jetzt ausgeschlossen werden. Ich habe mich nämlich in den letzten Wochen, bevor es jetzt zu einer neuen Veröffentlichung von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein kam, bereits sehr intensiv mit dieser Frage befasst, auch mit den Journalisten, dazu ausgetauscht. Und mir war dann aufgefallen in einer Informationsfreiheitsanfrage von Arne Semsrott, der Antwort darauf, dass der Senat dort in dieser Antwort geschrieben hatte, der Kalender lege seit März 2018, seit dem Ende der Amtszeit von Herrn Scholz als Bürgermeister, gar nicht mehr in Hamburg vor. Dadurch war die Hintertür, und Herr Scholz hat ja immer wieder versucht, durch Hintertüren zu schlüpfen und Verwirrung zu stiften, auch über seinen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, die war damit verschlossen. Also haben wir jetzt im Zuge dieser Recherchen, auch im Austausch mit der Hamburger Linksfraktion, die auch noch einmal abfragen lassen. Und siehe da, der Hamburger Senat bestätigt auch dort erneut, was er wohl auch schon gegenüber dem Untersuchungsausschuss bestätigt hatte, dass der Kalender nicht mehr in Hamburg vorliegt. In der Antwort auf die Informationsfreiheitsanfrage von Arne Semsrott sagt der Senat, ich zitiere, soweit Sie die Übermittlung des Terminkalenders des ehemaligen ersten Bürgermeisters Olaf Scholz beantragen, wird Ihr Antrag abgelehnt, da die Senatskanzlei nach der Beendigung seiner Amtszeit keinen Zugriff auf den im Rahmen eines persönlichen E-Mail-Accounts geführten Terminkalender hat und die Amtszeit von Herrn Scholz als erster Bürgermeister in Hamburg endete eben im März 2018, als er Finanzminister wurde. In der Antwort auf die parlamentarische Anfrage der Linksfraktion mit der Drucksachennummer 22-12638, das ist die parlamentarische Anfrage im System der Hamburger Bürgerschaft, sagt der Hamburger Senat, Zitat, nach den Erkenntnissen der Senatskanzlei sind dem Altbürgermeister Olaf Scholz nach seinem Ausscheiden aus dem Amt elektronische Kalenderdateien auf einem Datenträger zur Verfügung gestellt worden. Durch die Ämter der Senatskanzlei ist, wie auch in vergleichbaren Fällen, kein einsehbares Backup oder Ähnliches erstellt worden, was insbesondere auch wegen des höchstpersönlichen Charakters der Daten unzulässig wäre. Es gibt demnach in der Senatskanzlei keinen abrufbaren Datenbestand mehr. Und dann gibt es einige andere Angaben und der Senat fährt fort. Allerdings ist im Rahmen der Recherche festgestellt worden, dass noch ein deaktivierter Nutzeraccount des Altbürgermeisters Olaf Scholz auf einem Server des IT-Dienstleisters Dataport existiert
Ob und gegebenenfalls welche Daten in diesem passwortgeschützten Account gespeichert sind, ist nicht bekannt und auch nicht geprüft worden, da nach hiesiger Rechtsauffassung insoweit zuvor das ausdrückliche Einverständnis des Dateninhabers, also Herr Scholz, zwingend eingeholt werden müsste. So, damit ist also bestätigt, der Einzige, der über den Kalender verfügte, war Olaf Scholz selbst. Allerdings hat seine Büroleiterin Janet Schwamberger ausgeführt, ich meine im Frühjahr 21 gegenüber dem Hamburger Untersuchungsausschuss, dass beim Überspielen des Kalenders im März 2018 Termine aus 2017 teilweise nicht überspielt worden seien, aufgrund technischer Probleme. Und sie hat dann alle Termine, die es eben noch gab, mit Herrn Olearis im Kalender dem Untersuchungsausschuss übermittelt. Und das waren nur die zwei Treffen in 2016, aber nicht der besagte Termin in 2017. So, und als dieses Zitat des Regierungssprechers fiel, wo Herr Scholz den Termin aus dem Kalender heraus bestätigt, das war ja im Februar 2020, war ja der Kalender bereits überspielt, in Hamburg lag er nicht mehr vor. Und laut Aussage der Büroleiterin von Herrn Scholz stand er auch damals also schon nicht mehr im Kalender. Und sie geht sogar noch weiter, wie jetzt Oliver Schröm enthüllt hat. Sie schreibt nämlich in einem internen E-Mail-Austausch zu Herrn Hebestreit und auch Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister: Ich habe noch nie einen Termin mit Olearis vom November 2017 im Kalender gesehen. Und sie als Büroleiterin musste das am besten wissen, weil Herr Schmidt hat später versucht, in einer E-Mail den Eindruck zu erwecken, dass der Termin ja irgendwann mal drin gestanden hätte und dann vielleicht, das ist jetzt meine Spekulation, also nach Aussage von Herrn Schmidt hätte der drin gestanden und sei jetzt aus unerfindlichen Gründen nicht mehr drin, also vielleicht versehentlich gelöscht worden oder was auch immer. Das halte ich für eine Nebelkerze von Herrn Schmidt, weil die Büroleiterin hat das ja ganz klar bestätigt und auch nochmal in dieser E-Mail gesagt, der Termin war nicht mehr drin und auch Herr Scholz hat genau dies ausgesagt vor dem Finanzausschuss. Er hat nämlich dort im September 2020 behauptet, er habe jetzt, also erst in der dritten Befragung, nach einer Riesenwelle im Hamburger Wahlkampf, hätte er nach der falschen Beantwortung der Anfrage der Linksfraktion erst jetzt überhaupt einmal seinen Kalender überprüfen lassen, was jeder Kreistagspolitiker zuerst machen würde. Und in dieser Sitzung sagte er, dass für den Zeitraum, als Peter Altmaier nach Wolfgang Schäuble kommissarischer Finanzminister war, weil Schäuble dann Präsident des Deutschen Bundestages wurde und Scholz noch nicht übernommen hatte, da hätten sich eben Termine von Herrn Altmaier in seinen Kalender geschmuggelt. Das heißt, es gibt die Aussage von Frau Schwamberger, es gibt die Aussage von Herrn Scholz. Und Wolfgang Schmidt hat dann versucht, wie er das so häufig schon getan hat, früher, später wahrscheinlich Verwirrung zu stiften und zu sagen, aber ich habe den Termin doch irgendwo gesehen. Er mag ihn gesehen haben vor dem Überspielen des Kalenders oder er mag ihn nie gesehen haben und einfach versuchen, Verwirrung zu stiften, denn er wusste, das ist ein ganz heikler Punkt für den Kanzler, denn er hatte ja mittlerweile, wo die zwei weiteren Termine bekannt waren, behauptet, er habe eine Erinnerungslücke gehabt. Und wenn der Termin nicht im Kalender stand, wusste auch Herr Schmidt, hat Herr Scholz ein Problem. Das genau ist nämlich jetzt aufgeflogen, weil wenn der Termin nicht mehr im Kalender stand, kann er ihn ja nur mit seiner aktiven Erinnerung bestätigt haben. So wichtig sind manchmal diese kleinen Details, aber es bestätigt sich wieder, Lügen haben kurze Beine. Noch etwas ist aber tatsächlich sehr interessant, weil jetzt durch die Anfrage der Linksfraktion herauskam noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nämlich bei der schriftlichen Anfrage 2019, also noch vor der Konfrontation mit den Tagebüchern, der Hamburger Senat, da er ja über den Kalender gar nicht mehr verfügte, sich logischerweise an Herrn Scholz gewandt haben muss. Das war meine allererste Frage, die ich mir stellte, als mir klar war, die hatten den Kalender damals gar nicht mehr. Wie haben die diese Anfrage eigentlich beantwortet? Und siehe da, genauso wie ich vermutet hatte, sie haben sich an das Finanzministerium bzw. Herrn Scholz gewandt. Das räumen sie jetzt das erste Mal ein. Und sie sagen in dieser Antwort auf
die Anfrage der Linksfraktion. Zitat: Darüber hinaus hat sich die Senatskanzlei vorsorglich bemüht, entsprechende Auskünfte bei dem Bundesministerium der Finanzen einzuholen. Eine Rückmeldung ist innerhalb der für die Beantwortung der schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht erfolgt. Einzelheiten hierzu wurden nicht dokumentiert. Zitat Ende. Also Sie sagen schon mal vorsorglich, bemühen Sie sich gar nicht darum, jetzt irgendwelche E-Mails oder so zu diesem Vorgang abzufragen. Die gibt es nicht mehr. Gelöscht oder so vielleicht. Wer weiß. Und das ist doch interessant, weil damit nämlich klar ist, dass Herr Scholz bewusst die Unwahrheit hat verbreiten lassen. Und zwar nicht nur im ersten Punkt des Zitats seines Regierungssprechers, dass er den Termin aus dem Kalender heraus bestätigen könne. Nicht nur in der Frage seiner Erinnerungslücke, die damit ja denklogisch gar nicht mehr möglich war, denn wenn der Termin nicht mehr im Kalender stand, kann ihn nur Scholz selbst bestätigt haben, weil es gab nur ihn, Herrn Olearis und Herr Warburg als Teilnehmer und in Hamburg lag der Termin nicht vor, sondern erinnern wir uns an das Zitat von Herrn Hebestreit. Er sagte, wie aus dem Kalender des ersten Bürgermeisters hervorgeht, das Treffen, der Senatskanzlei vorliegen müsste. Wieso dies bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht berücksichtigt worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Das ist eine dreiste Lüge, weil der Kalender ja in der Senatskanzlei nicht mehr vorlag und das muss Herrn Scholz bzw. seinem Umfeld auch bekannt gewesen sein, denn sie wurden ja kontaktiert vom Hamburger Senat und als sie den Kalender überspielt haben, wussten sie ja auch, das wird jetzt im Datenbestand von Hamburg vernichtet. Das ist dort der übliche Vorgang. Das heißt, ihnen war klar, der Kalender liegt in Hamburg eben nicht mehr vor. Und sie hatten auch keine Kenntnis, warum die Anfrage unzutreffend beantwortet wurde, weil es waren sie, die vorgezogen haben, damals bereits zu schweigen und die Termine nicht einzuräumen. Der Hamburger Senat sagt ja, dass das Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz damals nicht innerhalb der für die Beantwortung der schriftlichen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit geantwortet habe. Ob sie später geantwortet haben, dazu gibt es keine Aussage, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Somit wurde in diesem einen Statement des Regierungssprechers gleich dreimal die Unwahrheit gesagt. Erstens, der Termin wurde nicht aus dem Kalender von Herrn Scholz bestätigt, dort stand er nicht mehr drin. Zweitens, der Kalender lag nicht mehr in Hamburg vor und das wussten die Leute von Scholz. Und drittens, es entzog sich auch nicht ihrer Kenntnis, warum Hamburg unwahr geantwortet hatte, denn sie selbst waren daran schuld, weil sie diese Treffen nicht eingeräumt hatten. Damit drängt sich natürlich sehr stark die These auf, dass Herr Scholz von Anfang an wusste von diesen drei Treffen und es vorzog, erst einmal zu schweigen, bis ihm irgendjemand einen Beleg unter die Nase hält, weil er dachte, man kann dieses Treffen nicht belegen. Als dann das Treffen tatsächlich das erste bekannt wurde, tat er so, wie als verstünde er die ganze Aufregung gar nicht, hat weitere Treffen trotz konkreter Nachfrage nicht eingeräumt, so getan, wie als könne er das Treffen aus seinem Kalender heraus bestätigen. Und als wäre der Hamburger Senat nicht eher daran schuld, dass das falsch beantwortet wurde. Und warum hat er das gemacht? Weil nur mit einem Kalendereintrag konnte er später eine Erinnerungslücke behaupten. Das heißt, er muss schon antizipiert vorausgesehen haben, dass er ein großes Problem haben wird, falls die weiteren Termine bekannt werden. Er hat es aber erneut vorgezogen zu schweigen, diese nicht offen zu legen. Er wollte ja auch Kanzlerkandidat der SPD werden. Und das war sicherlich nicht sehr populär in der SPD, mit kriminellen Cum-Ex-Bankiers zu dealen. Und er hat vielleicht darauf gehofft, dass Olearis nicht über alle Treffen in seinem Tagebuch geschrieben hat.
oder dass diese Tagebücher, der Rest der Tagebuchaufzeichnungen nicht in den Händen der Journalisten ist und dass sie nur über diesen einen Auszug verfügen. Und als diese weiteren Treffen dann bekannt wurden, dann hat er auf einmal die Erinnerungslücke eingeführt und will eben immer alles nur gestützt auf den Kalender bestätigt haben. Und das ist doch ein sehr, sehr, sehr perfides Vorgehen. Es ist die Unwahrheit gegenüber dem Parlament, dem Deutschen Bundestag, gegenüber der Öffentlichkeit. Und es ist eine handfeste, strafbare Lüge gegenüber dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Es ist eine uneidliche Falschaussage. Und eigentlich müsste jetzt in einem normalen Rechtsstaat die Hamburger Staatsanwaltschaft deswegen ermitteln. Es hatte schon einmal aufgrund anderer Widersprüche, die auch sehr gravierend waren und die Erinnerungslücke in Zweifel gezogen haben, der renommierte Hamburger Strafverteidiger Strate deswegen eine Anzeige gestellt, die wirklich große juristische Substanz hat. Und die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft, die der grünen Justizsenatorin unterstellt ist, es gibt ja eine rot-grüne Koalition dort in Hamburg, und die noch nie wirklich einen Finger gekrümmt hat bei der Bekämpfung von Cum-Ex-Geschäften in Hamburg, das war immer alles auch auf Betreiben von Ermittlern aus Nordrhein-Westfalen. Diese Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Scholz eingestellt oder gar nicht erst richtig aufgenommen, mit der Begründung, dass er die Erinnerungen im Deutschen Bundestag, die er einmal in einer Geheimsitzung an ein Treffen auch geschildert habe, dass er die nur vorgetäuscht habe, womöglich. Und deswegen würden sie nicht ermitteln. Eigentlich sind diese neuen Erkenntnisse jetzt ein ganz klarer Beleg, und es müsste ermittelt werden, aber diese Staatsanwaltschaft ist eben nicht völlig unabhängig, sondern sie untersteht eben dort auch der grünen Justizsenatorin. Ich kann nur sagen, jetzt mag man sagen, dass es wichtigere Entwicklungen, den Krieg, die Inflation, viele andere Dinge, mehr den Investitionsstau in Deutschland gäbe, und bei den Umfragen, wo die AfD jetzt steht, sei es doch jetzt etwas kleinlich, auf diesen Dingen herumzureiten, aber wenn eine Lüge vor einem Untersuchungsausschuss eines Bundeskanzlers und wenn solche Deals mit Bankiers zu kriminellen Geschäften in Millionenhöhe zum Nachteil der eigenen Stadt, wenn das kein Grund mehr ist für einen Rücktritt, dann weiß ich nicht, weswegen man in Deutschland überhaupt noch zurücktritt. Früher ist man ja wegen Briefmarken oder sowas zurückgetreten. Und das ist, oder Briefpapier oder ähnlichem, das sind wirklich Dinge, die sind völlig inakzeptabel. Und deswegen werde ich bei diesem Thema auch nicht locker lassen, weil ich glaube, dass genau diese Dinge so eine Truppe wie die AfD noch stärker machen, weil die Leute eben sagen, es gibt überhaupt keine Verantwortlichkeit mehr in der Politik. Es gibt keinen Rechtsstaat, der das wirklich verfolgt. Und natürlich ist es so, dass viele, die jetzt den Mund aufmachen und mit dem Finger auf Herrn Scholz zeigen, selber bei den Cum-Ex-Bankiers oder anderen auf den Schoß saßen. Also erinnert sei an die Rolle von Hanno Berger, einen der Cum-Ex-Architekten, und dessen besonderen Beziehungen zur FDP, erinnert sei hier an die grüne Justizsenatorin in Hamburg, die eben da nichts unternimmt, erinnert sei an Friedrich Merz, der in verschiedenen Kanzleien aktiv war, die eben auch mit Cum-Ex-Kunden zu tun hatten und auch in Gremien saß, in Kontrollgremien von Banken, die so etwas durchgeführt haben, und erinnert sei auch an die AfD, die manchmal ja behauptet, Steuern seien Raub, und insofern einige ihrer Vertreter auch Cum-Ex-Geschäfte immer wieder als eine Lappalie abgetan haben. Insofern ist es natürlich sehr bedauerlich, wenn ausgerechnet ein solcher Haufen dort davon profitieren würde. Aber ich halte es für sehr, sehr viel gefährlicher, einfach zu sagen, man legt die Hände in den Schoß und lässt das zu. Es muss eine Grenze geben in der Politik. Diese Grenze wurde aus meiner Sicht eindeutig überschritten. Und deswegen sage ich,
Unser Land kann sich auf Dauer keinen Pinocchio-Kanzler leisten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.